Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Urbanium. Heute soll es um das Spiel Far Cry 5 gehen, was offiziell von Ubisoft angekündigt worden ist und was auf der E3 zu sehen sein wird. Es sind im Vorfeld natürlich schon einige Videos, aber auch Informationen im Internet von diesen veröffentlicht worden. Und diese packe ich für euch heute kurz und knapp in diesem Video zusammen. Und wenn ihr euch dieses Video bis zum Ende angesehen habt, dann wisst ihr auf jeden Fall alle wichtigen Informationen, die es bereits jetzt zu Far Cry 5 gibt. Far Cry 5 soll am 27.02. für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und soll neben einem Singleplayer-Modus auch einen Koop-Modus bieten. Das heißt, hier soll dieser Koop-Modus aber dieses Mal so abgestimmt sein, dass man die komplette Singleplayer-Kampagne zusammen mit einem Freund komplett von Anfang an durchspielen kann. Was man da aber beachten muss, ist, was auch schon vorher bekannt gegeben worden ist, es wird keinen Offline-Modus geben. Das heißt, ich werde dieses Spiel nicht im LAN-Modus spielen können. Zum ersten Mal in der Far Cry-Serie wird es möglich sein, seinen eigenen Charakter zu designen, zum Beispiel eben an Hautfarbe, an Haarfrisuren, aber auch am Geschlecht festzumachen. Ob man den Charakter in einzelne Details, wie in anderen Spielen, komplett im Gesicht oder so und Körpermerkmale genau bearbeiten und verändern kann, das ist noch nicht bekannt. Da muss man abwarten. Vielleicht wird da auf der E3 noch was zu erklärt. Auf jeden Fall wird es zum Teil zumindest auf jeden Fall schon einen Charaktereditor geben. Die Inhalte vom Spiel sind soweit bekannt, zum Beispiel wird das Spiel ein Open-World-Shooter sein und in Amerika stattfinden. Einige Gerüchte besagten, dass das Spiel womöglich im Western stattfinden wird. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Das Spiel wird zwar in Amerika stattfinden, aber in dem Bereich Montana und man wird in der fiktiven Gegend von Hope Country vor Ort in der Gegenwart spielen können. Selbst wird man allerdings auch einen Sheriff spielen, das heißt, es hat so zwar nicht direkt mit Western zu tun, aber man hat auf jeden Fall die Uniform eines Sheriffs an, so viel ist schon bekannt. Daneben sind schon einige Nahkampfwaffen, wie zum Beispiel der Heuballen, der Baseballschläger oder auch der Vorschlaghammer bekannt gegeben worden. Und vor allen Dingen auch wird es zum ersten Mal Luftschlachten geben mit Flugzeugen, aber auch mit Hubschraubern. Denn im letzten Teil von Far Cry 4 war es ja so gewesen, man konnte schon mit so einem Hubschrauber rumfliegen, aber es gab keinen direkten Luftschlag. Man konnte ein bisschen auf die Gegner runterschießen oder die konnten da hochschießen, aber man war auch sehr eingeschränkt mit seiner Flugfähigkeit oder mit seiner Flugbahn. Das soll sich jetzt im neuen Teil auf jeden Fall ändern. Daneben werden natürlich auch wieder Autos, aber auch Trucks spielbar sein und auch in der Tierwelt wird es einiges zu Far Cry geben, denn es wurde auch bekannt gegeben, dass es Bären, Hirsche, Rinder und Hunde geben wird. Letzteres lassen sich sogar zähmen, trainieren und abrichten, dass man die wohl womöglich auch im Kampf einsetzen kann. Wie bereits schon gesagt, spielen wir selbst einen Sheriff, der gegen eine Untergangssekte spielen muss. Das heißt, diese Sekte kapselt sich komplett von der Politik ab und ist selbst sein eigener Herr und baut sich eine eigene kleine Dynastie auf und hat sich von dem Rest der Weltbevölkerung abgeschottet. Aktuell befindet sich dieses Spiel in einer sehr, sehr starken Kontroverse, da es das Thema Politik sehr stark aufgreift und gerade auch in Amerika in der Gegenwart spielt. Und dadurch hat auch schon Präsidenten wie Trump haben da auch schon sich kundgetan. Das Spiel befindet sich seit ungefähr 3 bis 4 Jahren in Entwicklung und damals war es natürlich noch nicht abzusehen, dass es in der USA so mit der Politik vorgehen wird, wie es aktuell mit Trump der Fall ist. Eine Kontroverse sorgt natürlich in dem Fall in den meisten Fällen für gute Verkaufszahlen, da sich jeder persönlich einen Einblick von dem Spiel machen möchte und sich deshalb dieses Spiel auch dann kaufen wird. Daher kann die Kontroverse für Ubisoft, was die Verkaufszahlen angeht, nur etwas Positives sein. Was ist eure Meinung denn zu Far Cry 5? Glaubt ihr, dass das Spiel erfolgreich sein wird? Oder glaubt ihr, dass diese Kontroverse dem Spiel nur schaden wird und dass unterm Strich Ubisoft mit dem Spiel keinen Erfolg haben wird? Lasst mir doch da mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen und das auch gerne lesen. Das sind soweit alle wichtigen Informationen, die bis jetzt zu Far Cry 5 bekannt sind. Weitere Informationen dazu werdet ihr natürlich auf der E3 zur Pressekonferenz erfahren. Wie gesagt, in meinem Livestream oder auch im Nachgang in meinen Videos.
Wenn ihr diese nicht verpassen wollt oder auch euch weitere Informationen zu der E3 holen wollt und diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch viel Spaß auf meinem Kanal und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Es kommt etwas auf uns zu. Ihr könnt es spüren, nicht wahr? Ihr spürt, dass wir uns dem Abgrund nähern. Ich weiß, dass ihr da draußen seid. Und ich weiß, wie sehr ihr leidet. Doch, meine Kinder, ich verkünde euch, dass ihr nicht leiden müsst. Ihr könnt einen besseren Weg wählen. Wir wollen euch, wir akzeptieren euch. Und wir werden euch holen, freiwillig oder nicht. Manche von euch werden kämpfen. Doch am Ende werdet ihr uns danken. Ich bin euer Vater. Und ihr seid meine Kinder. Naht. Und ich werde euch den Weg weisen. Denn ihr seid meine Kinder und ich bin euer Vater.